Er ist ein Fußball-Wandervogel. Angefangen hat seine Karriere in Kroatien. Danach hat er in Bosnien-Herzegowina, in Ungarn, in Polen, ja sogar in Israel gespielt. In der Schweiz ist er beim FC Zürich, beim FC Wiel und beim FC Thun im Einsatz gewesen. Jetzt ist er bei uns im Oberwallis und heute zu Gast bei RRO TV Sport. Recht herzlich willkommen, Stipe Matic. Ja, danke schön, guten Tag. Stipe, erste Saison jetzt bei uns im Oberwallis. Du hast in der letzten Saison noch beim FC Thun gespielt. Du warst der große Held im letzten Spiel. Da hast du den FC Thun in den Europacup geschossen, in der 90. Minute mit einem Tor gegen die Young Boys. Jetzt spielt der FC Thun im Europacup, bald gegen Belgrad und du bist im Oberwallis. Ist da nicht ein bisschen Wehmut dabei? Nein, sicher nichts. Das macht mich sicher, bin ich sicher glücklich wegen solche Sachen, was am Schluss passiert. Aber dann in Fußball, sie passieren manchmal solche Sachen und ich schaue jetzt vor nächsten Schritt in meine Karriere und ich habe am Schluss hier vor FC Oberwallis Entscheidung getroffen. Es war ein sehr wichtiges Tor damals, Anfang Juni gegen Young Boys. In der 90. Minute hast du die Szene noch in Erinnerung. Bleibt im Kopf immer? Ja, das sicher. Ich denke, das bleibt immer in meinem Kopf. Und ich habe schon, wenn ich reingekommen bin, ich habe schon im Kopf gehabt, das mache ich etwas. Und zum Glück am Schluss hat Wie lange warst du im Spiel? Ich denke nur 4 oder 5 Minuten. Und dann hast du das entscheidende Tor geschossen. Ja, aber das gibt es auch manchmal im Fußball. Für solche Momente trainiere ich jeden Tag oder ganze meine Karriere. Und am Schluss hat so etwas für dieses Tor gereicht. Und dann war nicht der FC City im Europacup, sondern der FC Thun. Ja, das ist einfach so in Fußball. In Fußball gibt es kein Kollegen oder etwas anderes. Es gibt einfach nur Gewinner und Verlierer. Aber wenn jetzt der FC Thun da im Europacup spielt, gegen Belgrad zum Beispiel, was denkst du da? Ja, das wäre doch auch schön für mich. Ja, das sicher wäre schön. Und ich habe auch gesagt, das kann ich sicher noch ein Jahr oder sogar 2 Jahre Superliga spielen. Aber meine Entscheidung war einfach sagen, ja, das war genug so, das muss ich jetzt nächste Schritt machen. Und der nächste Schritt ist einfach Trainer werden und sogar auch noch Fußball spielen. Da habe ich noch viel Lust. Aber schaust du den FC Thun, wenn sie jetzt im Europacup spielen im Fernsehen? Ja, sicher. Oder manchmal am Stadion, wenn ich habe Zeit und so. Das sicher, das habe ich viele Kollegen dort und wie war es? Hast du selber nicht mehr weiterspielen wollen oder haben sie dir keinen Vertrag mehr gegeben im Thun? Wie ist das gegangen? Nein, mein Vertrag war aus und wir sind und auch ich selber letzte 6 Monate einfach. Ich habe auch überlegt, was mache ich nachher? Verlängere ich noch ein Jahr oder sogar 2 Jahre oder irgendwo anderes noch zum Gehen oder Super League oder Challenge League? Und ich habe wirklich in den letzten 6 Monaten ein bisschen überlegt, was mache ich. Und mit 34 Jahren am Schluss, ich habe gesagt, ich denke Super League und auch Challenge League, dann ich denke, das reicht, dann bringt mir nicht so viel und das bekomme ich gar nichts mehr. Und ich habe am Schluss, ich will am Schluss auch noch spielen und auch Trainer werden. Und hier in Oberwallis, ich habe diese Möglichkeit bekommen. Du hast begonnen, Fußball zu spielen in Kroatien damals, das ist schon ein paar Jahre zurück. Du warst aber auch in der Junioren-Nationalmannschaft von Kroatien, hast auch gespielt. Warum hat es nicht für die große Nationalmannschaft gereicht? Ja, manchmal ist in Fußball ist so, brauchst du auch die bisschen Glück und andere Sachen zum ganz oben zum Schaffen. Aber ich bin nicht enttäuscht wegen solcher Sachen. Bin ich wirklich stolz auf mich, auf meine Karriere bis jetzt. Ich habe U21 Kroatien gespielt und dann
schade, am Schluss hat nicht vor der A-Mannschaft, aber das ist... Und dann kamen verschiedene Stationen im Ausland, Ungarn, Bosnien, Herzegowina, ja, dann Israel, Polen, ein bisschen ein Wandervogel. Warum ja, immer so eine ja, Tour das, durch Europa? Ja, das kann man so sagen, aber im Fußball ist nicht so einfach. Ich sage jetzt, komme ich zum Beispiel in Israel oder in Polen oder in Schweiz 5 Jahre oder 10 Jahre. Das gibt einfach leider im Fußball nicht solche Sachen. Nach 6 Monaten oder nach 1 Monat oder 1 Jahr, das kann alles anders sein. Und dann ist, war das schwierig für dich, immer so zu wechseln, von einem Land zum anderen? Ja, das ist schon nicht einfach, aber ich habe schon gesagt, ich habe mit 6 Jahren begonnen mit Fußball und Fußball ist einfach mein Leben und ich habe für Fußball ja einfach alles gegeben und ich habe gesagt, ja, das ist nicht... Wie sind da die Angebote gekommen? Hast du einen Manager gehabt, der geschaut hat? Ja, ist vielleicht Ungarn, ja, vielleicht Israel oder wie geht das? Nein, ich habe nicht gesagt, ich will zum Beispiel nach Deutschland oder nach Israel oder irgendwo. Das kommt die Berater oder Manager und die Anfragen. Anfragen, ja, gibt Möglichkeit dort oder zum dort zu gehen und am Schluss ich muss selber entscheiden, was ist gut oder nicht gut für mich. Abgesehen von der Schweiz, wo hat es dir am besten gefallen in diesen Ländern da? Dann muss ich sagen, überall war sicher eine super Zeit. Ich habe viele Länder gesehen und auch andere Kulturen und andere Mentalität. Und ist jetzt schwierig sagen, hier oder hier war super oder hier war schlecht. Aber zum Beispiel in Israel war auch, kann man sagen, ja, Angst ein bisschen gehabt, wenn ich habe dort gegangen, aber dort war wirklich super. Wegen Konflikt? Ja, aber ich habe fast gar nichts gemerkt und die Leute sind dort wirklich offen und ist wirklich, muss ich sagen, schön sehr gewesen. Angenehm. Schön, auch Wetter, auch die Stadion und die Zuschauer und nein, muss ich sagen, schon auch in Polen war auch gut. Ja. Ungarn, das war erste Land nach dem Kroatien, dass ich habe erstmal nach Ausland gewechselt. Und das war auch Budapest, ist eine große Stadt und ja, dort war auch interessant. Aber am längsten warst du eben in der Schweiz, zum Beispiel in Wiel, FC Wiel, damals 4 Jahre. Hat es dir das gut gefallen, so dass du 4 Jahre geblieben bist? Ja, ich habe von Polen so ein Angebot von Wiel bekommen und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Das war das erste Mal, dass ich habe zweite Liga gespielt. Mhm. Ich habe vor dem diese immer erste Liga gespielt. Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? In Schweiz gibt es viel Möglichkeit. Dann bin ich auch nicht so weit vom Heimat, vom Kroatien. Ja. Und das gibt auch viele verschiedene Möglichkeiten, auch für Zukunft, für Familie. Und dann aber hast du es nochmal geschafft, aber es ist Super League mit dem FC Thun. Das war sicher auch sehr interessant, da im Berner Oberland zu spielen. He? Ja, das war, muss ich sagen, 3 Jahre wirklich sehr, sehr schön und muss ich auf die Leute und die Zuschauer dort nur einfach Danke sagen. Und das war wirklich eine schöne Zeit, wo bleibt immer in meinen Erinnerungen. In der Schweiz hast du einige bekannte Trainer erlebt, zum Beispiel Uli Forte, Murat Yakin, Urs Fischer, sogar Lucien Favre bei Zürich. Bei FZZ, Wer hat dir so am meisten Eindruck gemacht? Oder? Ja, muss ich sagen. Ich habe in Karriere wirklich viele gehabt. Jetzt ist es schwierig zu sagen, diese war gut, aber muss ich sagen, schon Murat Yakin hat wirklich... Warum? Ja, einfach...
Spielphilosophie, einfach wie geht um mit Spielern, mit Medien, wie verstehen er Fußball, wie er präsentiert auf Platz und solche Sachen. Aber auch bei FCZ, Lucien Favre, das war Hast auch... Hast du gedacht, dass der in Deutschland nachher so Ich hab wirklich nach dem Saison, wo ich habe in Zürich gespielt, ein Jahr, ich habe gesagt, er macht sicher... etwas mehr, und jetzt ist er schon lange in der Bundesliga, und er hat diese Bestätigung, er hat wirklich Qualität, aber muss ich sagen, auch jetzt Urs Fischer macht einen sehr guten Job bei FC Thun, und auch, Uli Forte war ja 2 Jahre bei... Der Aufsteiger, kann man sagen. Ja, er ist wirklich auch eine junge Trainer, eine neue Generation, und er macht auch viele gute Sachen, muss Kommen ich sagen. Kommen wir nochmal zurück, Stipe Matic, du hast den FC Thun in den Europacup geschossen und bist jetzt bei uns im Oberwallis gelandet. Warum das? Ja, ich habe schon früher gesagt, für mich war interessant, einfach noch Fußball spielen und auch Trainer werden. Mhm. Und dass ich habe diese Möglichkeit hier bekommen. Ich habe auch... Wurdest du angefragt oder wie ist das gegangen? Ich habe vom Sportchef, vom Johann Dries, angefragt worden, und wir sind so eine Sitzung gemacht mit auch mit Trainer, mit Jürg, mit Präsident, mit Matthias, mit Assistenttrainer. Und das hat dir gefallen? Und er hat mir wirklich das erste Mal, wenn wir alle am 4 oder 5 am Sitz gesessen, ich habe gesagt, ja, ich habe etwas hier gespürt, und ich habe wirklich gespürt, dass Leute wollen etwas machen. Und jetzt bist du ein paar Wochen schon bei uns im Oberwallis. Welche sind die ersten Erfahrungen so von dir? Positiv? Wie ist das gegangen bis jetzt? Muss ich sagen, schon, wie erste Mal, wenn ich habe hier gekommen, ist wirklich positiv. Muss ich sagen, Wetter ist hier sensationell. Fast wie in Israel, oder fast wie bei mir in Split am Meer. Das ist fast, ich habe wirklich überrascht. Es kommt dann noch der Winter. Ja. Okay, das ist, das muss manchmal auch kalt sein. Aber das ist auch, muss ich sagen, super. Und alles auch, Infrastruktur, die Trainings, alle Sachen, muss ich sagen. Ich habe nicht gedacht, dass wir wirklich auf diesem Niveau, und am Schluss bin ich wirklich sehr positiv überrascht. 2 Spiele hast du gemacht mit der Mannschaft in der Meisterschaft, einmal gewonnen, einmal leider knapp verloren. Was denkst du von den ersten 2 Spielen? Nein, ich habe schon von Anfang auch gesehen, nicht nur letzte 2 Meisterschaftsspiele. Jetzt ist einfach wichtig, das geht um Punkte. Wir haben schon Potenzial, und man sieht, dass wir machen etwas, und das geht sicher in richtige Richtung, und das kommt sicher gut, aber das ist so ein Prozess, wo kommt nicht einfach von heute bis morgen. Du bist ein erfahrener Verteidiger, du bist die Stütze in der Verteidigung, in der Defensive, daneben hast du aber jetzt momentan einen ganz jungen Mitspieler mit dem Hannes Porter, fast 17 Jahre jünger, wie geht das? Ja, das ist normal. Im Fußball, von meiner Seite, im Fußball gibt nicht, er ist jung oder ich bin alt. Das geht nicht so. Das geht nur, kannst du Fußball spielen oder kannst du nicht. Und das ist einfach nur einfach so. Und Hannes ist sicher ein junger Spieler und hat Potenzial. Und das kannst ist du ihnen für auch mich, helfen? So. Ja, und das ist auch für mich jetzt eine wichtige Rolle, mit Erfahrung und mit vielen anderen Sachen zu ihm helfen. Und das war fast bis jetzt immer in meiner Karriere. Ich war immer mit einem jüngeren Spieler. Aber meistens daneben. Mit Profis daneben, hä? Jetzt natürlich nicht mehr. Hä? Ja, aber schon das ein ist, Unterschied. Ja, das ist vielleicht schon ein Unterschied. Aber am Schluss, das kommt immer genau gleich. Zum Beispiel in Thun, ich habe mit Tim Klose gespielt, und er ist jetzt in Wolfsburg. Und, in Wiel, ich habe mit Fabian Scher gespielt, und er ist in Basel. Nationalmannschaft. Ja, und das ist einfach so, das ist etwas schön, wenn du kannst zum jungen Spieler einfach helfen. Und wie hast du dann das Niveau erlebt jetzt von der Super League, FC Thun, in die erste Liga? Classic, wie ist das gegangen mit dem Niveau? Muss ich sagen, großer Unterschied.
Ja, Unterschied ist schon. Muss man sagen, das ist Unterschied schon. Aber Unterschied ist einfach so, dass die Leute mehr einfach trainieren in Super League. Das ist mehr Professionalität und du hast eine große, zum Beispiel eine Kader von 20 Leute und die 20 Leute ist fast jede genau gleich. So Qualität ist nicht so großer Unterschied. Und zum Beispiel bei Erste Liga Klassik oder Promotion oder Challenge League ist zum Beispiel 2-3 gute Spieler und andere, das ist einfach Junge und so, dass sie brauchen noch Zeit und das ist einfach Unterschied. Du bist nicht nur als Spieler, als Verteidiger ins Oberwallis gekommen, sondern jetzt auch als Trainer im Einsatz mit den Junioren A-Inter. Das sind die ersten Schritte als Trainer für dich? Oder hast du schon Erfahrung? Das kann man schon sagen. Erster Schritt wie so Cheftrainer. Aber ich war auch in Wiel, so eine Juniorenmannschaft bisschen trainiert, auch wegen Diplomen und so. Ich habe schon Diplomen hier in der Schweiz gemacht und will ich auch jetzt... Wie weit bist du mit den Diplomen so? Ich habe jetzt UEFA B. Und, schon? Ja, und das will ich auch weitergehen. Und das war auch so ein... kann man sagen, eine Entscheidung, warum bin ich hier. Willst du Trainer machen? Ja, und auch in Super League zu spielen oder in Challenge League, es wäre sehr, sehr, sehr schwierig, eine Mannschaft dazu noch trainieren und nachher auch, und das hier habe ich diese Möglichkeit. Und wie ist es mit den Jungs da, mit den Inter A? Die sind natürlich in einem Alter, wo man sie noch richtig führen muss. Wie geht das für dich? Ja, muss ich sagen, auch dort bin ich positiv auch überrascht. Es gibt schon viel zu tun, das muss ich schon sagen. Das ist auch ein Prozess, aber das ist auch für mich sehr, sehr interessant und eine gute Aufgabe. Und das geht gut nebeneinander da, Spieler und Trainer bis jetzt? Von der Belastung? Ja, das geht schon. Wir sind schon vom Anfang Saison ein bisschen geschaut, wie kann solche Sachen, wie kann machen, wann trainieren wir, wann machen wir Inter-A-Trainings und so. Und auch mit jetzt Assistent-Trainer Marco, dann wir haben keine Probleme. Du hast viele Trainer erlebt in deiner Karriere, in deiner langen Karriere. Was sind denn so für dich die Vorbilder für dich jetzt als Trainer? Hast du bestimmte Trainer, die du gerne als Vorbilder nehmen würdest? Ja, ich muss sagen. Oder von Ich muss sagen, nein, ich habe so einen Trainer, er ist mein Vorbild. Das war auch so in Fußball. Ich habe keinen. Und welcher Trainer? Ja, ein Spieler kann ich sagen, er ist mein Vorbild. Ich habe keinen einzigen. Das gibt schon vielleicht viele, von vielen will ich einfach die Beste einfach nehmen und etwas machen. Und das gilt auch genau gleich vom Trainers. Und das wäre dein Ziel, als Trainer noch höher zu steigen natürlich im Verlauf der nächsten Jahre? Ja, sicher. Das ist einfach auch jetzt mein zweiter Traum, kann man so sagen. Erste war Profi. Fußball werden, das bis jetzt, ich habe so fast 30 Jahre geschafft und jetzt ist etwas anderes und dann... Als Trainer vielleicht auch Super League oder Challenge League in der Schweiz? Sicher, warum nicht, aber das ist jetzt, solche Sache ist noch weit und das will ich jetzt konzentrieren auf meinen Job, erst auf erste Mannschaft, das wir machen. Oder wenn es dir im Oberwallis gefällt, eines Tages vielleicht Cheftrainer bei... Vielleicht, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Übrigens, ein paar Wochen im Oberwallis, abgesehen vom Fußball, wie gefällt es dir bei uns hier in der Gegend? Nein, super, wirklich, muss ich sagen, Natur und alles ist wirklich sehr schön. Und ich habe auch nicht gewusst, dass so viele Touristen und so kommen einfach hier und bin wirklich positiv auch überrascht. Und wie geht es mit dem Walliser Deutsch, mit den Mitspielern? Das geht gut, aber muss ich sagen, das ist wirklich eine schwierige, schwierige Sprache. Und trotzdem, wenn sie sprechen, so ein bisschen schneller oder richtige Walliser Deutsch, dann verstehe ich nicht alles. Aber das aber geht schon. Aber bis Ende Saison kommt das. He? Ich denke schon, Bis Ende Saison. Wagst du eine Prognose für den FC Oberwallis?
für diese Saison? Ja, das will ich nicht sagen. Wir werden so Erste oder Zweite oder Dritte oder Fünfte oder Zehnte, das interessiert mich nicht, so etwas zu schauen. Ich denke, das ist wichtig einfach, dass wir schaffen, so eine Mannschaft zu haben, wo am Training und auch am Spiel zeigt immer eine gute Leistung und am Schluss, wir können schauen, für welchen Platz er bleiben wir zum Schluss gerade kurz bei den Prognosen. Super League, FC Thun, was traust du denen zu? Ja, sie bleiben sicher so mittlere Tabelle, so ungefähr fünfter Platz. Das war letzte drei Jahre war so. Und das FC vierte Sitten? Bleibt. Ja, das ist, muss ich sagen, schwierig. Sie haben schon Qualitäten und das ist schon ein guter Spieler. Etwas anderes vielleicht stimmt dort nicht, aber ist wirklich schwierig zu sagen. Aber ich denke auch so, jetzt vom Verlauf der Saison, sage ich auch Mitte. Mitte, ja. Es beginnt bald wieder die Qualifikation oder die Endphase für die Weltmeisterschaft. Kroatien ist noch im Rennen, ja. Die Schweiz auch. Schaffen es die beiden Länder an die Weltmeisterschaft? Ich denke, Schweiz schon. Ich denke, sie haben schon bessere Möglichkeiten auch. Aber Kroatien, ich denke auch, bin ich schon überzeugt. Belgien ist einfach jetzt Erste. Ja. Und wir haben jetzt im September gegen Serbien Auswärtsspiel. Das wird sehr, sehr heiß. Schwierige Frage zum Schluss. Wem drückst du den Daumen mehr für die Weltmeisterschaft, Kroatien oder die Schweiz? Ja, ich denke, das muss ich nicht auf diese Frage antworten. Schwierig, ja. Das ist schwierig, aber ja. Ich denke, das ist schon Kroatien. Hoffen wir, dass es beide schaffen. He? Da, sicher. Ja. Besten Dank, Stipe Matic, für die Psyche im RRO-TV-Studio. Alles Gute mit dem FC Oberwallis in dieser Saison. Das wäre es gewesen, die heutige Sendung RRO-TV-Sport mit dem Verteidiger vom FC Oberwallis, dem Stipe Matic. Eben, merci, seid ihr dabei gewesen und bis zum nächsten Mal. Denn jetzt gibt es wieder in jeder Woche ein Gespräch auf RRO-TV mit einem Gast aus der Welt vom Sport.